Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World. Im letzten Part haben wir einiges geschafft. Wir hatten mit die abwechslungsreichsten Level überhaupt. Und wir starten einfach hier kurz mit diesem Automaten hier. Ich habe es jetzt einfach mal durchgespammt. Scheint sich aber trotzdem gelohnt zu haben. Immerhin ein Leben. Okay. Genau, wir hatten dieses Mario Kart Level und so und waren tatsächlich so gut wie fertig, ne? Toad House braucht man nicht, das heißt, wir können mit dem Zug machen, Welt 3 Zug. Sturm auf Bowsers Kugelwilli Express mit Peach. Ne, die Animation lassen wir schon, ne? Hat man in dem Level noch nicht. Oh! Oh! Das ist direkt ein Stern. Oh nein, aber ich erinnere mich. Ich muss unbedingt meinen Tanuki loswerden. Ich werde den sonst verlieren, das weiß ich. Was? Als ob. Wusste ich nicht mal. Nein! Was? Ich habe meinen Tanuki verloren. Wisst ihr, warum ich den eigentlich gerne ins Inventar gehabt hätte? Eigentlich nur, weil ich weiß, dass später ein Power-Up kommt. Komm schon. Wo das mir halt nichts mehr bringt. Und ich weiß, dass man den am Ende, glaube ich, nochmal braucht. Das heißt, wir werden das mit hoher Sicherheit nochmal spielen dürfen. Nein. Ach, komm schon. Okay, wir haben den zweiten Grünstern. Die Kugelwillis, die nehmen wirklich kein Ende. Aber aktuell machen wir das auch noch gar nicht so schlecht. Hier ist der Pilz. Wir verlieren alles? Ernsthaft? Bringt der uns überhaupt irgendwas? Kann ich... Ja. Geht ja auch, wenn ihr einfach... Okay. Interessant. So, jetzt ja nicht hier diese Röhre zerstören. Das habe ich nämlich auch schon mal gebracht. Und dann war es natürlich vorbei mit dem Secret. Ich komme nicht rein. Ich komme nicht rein. Okay. Irgendwas jetzt? Captain Toad! Was hast du für mich? Ein Stern. Okay, du hältst an. Sehr, sehr schön. Hier sind Münzen. Sehr freundlich. Ja, jetzt bin ich aber klein. Das ist übel, das... Ja, genau. Sind noch lebig. Fragt mich nicht, wie ich lebe. Hallo, der Zug geht weiter. Okay. Wen habe ich als Boss? Pum, pum. Pom, pom. Wie hieß sie? Okay, aber sie war, glaube ich, einfacher als Bum Bum. Immer schön gucken, wer die echte ist. Das erkennt ihr an diesem komischen Teil, was sie schmeißt. Und natürlich an der Farbe. Ich werde jetzt hier auch so sicher spielen wie möglich. Und Glück haben, so viel wie möglich. Okay. Sie war jetzt... Ja, sie ist wirklich einfacher als Bum Bum. Zumindest, wenn man weiß, wonach man gucken muss. Was ich halt jetzt nur nicht fühlen würde, ist, wenn ich die scheiß Fahnenstange nicht erreichen würde. Aber sollte doch mit Peach möglich sein. Aber hast du gut gemacht. Wir sind zwar einmal übel lächerlich gestorben, aber... Naja. Wann tue ich denn das mal nicht? Wir haben gefühlt einen Speedrun hier in dem Level gemacht. Also es war echt nicht schlecht. Nur, dass wir einige Power-Ups verloren haben. Sehr schön. Damit ist die Eiswelt abgeschlossen, soweit ich jetzt weiß. Können auch gleich nochmal auf die Karte sehen. Nur falls wir doch irgendwann mal was vergessen hätten. Wovon ich jetzt aber nicht ausgehen möchte. Es auch einfach nicht glauben kann.
Karte. Welt 3. Ne, irgendwas fehlt noch. Kam das noch? Ja, es kam noch, ihr Schweine. Ich hatte kurz nämlich Angst, dass ich irgendwo was verpasst habe. Ah ja, sie stöpseln auch zu. Aber ich habe halt trotzdem irgendwo von Zischel gewährt eine Audienz. Ja, trotzdem habe ich ja dann noch irgendwas verpasst. Vor allem habe ich nicht mal irgendein Power-Up. Das ist kein normales Level. Ich bin ja scheinbar... Okay. Immerhin. So, Luigi, vielleicht schaffen wir das. Ich habe nur leider großes Bedenken. Ach, du warst von Zischel. Okay, ich hatte wen anders im Kopf. Dann sollte das gut machbar sein. Weil den kann man sowieso nur mit einer Katze besiegen. Das heißt, da muss uns eine Katze geben, wenn wir keine haben. Da ist sie doch. Ja, der erste Treffer, der wird noch ein bisschen schwieriger. Weil ich mich ja jetzt erstmal wieder dran gewöhnen muss in so einem Scheiße. Aber eigentlich übel dumm, dass ihn seine kleinen, dass mir seine kleinen Schlangen hier helfen. Oh, guck mal hier, mit diesem Highspeed ist es eigentlich unmöglich, dass man sich von den Dreckstein treffen lässt. Außer man ist wieder so schnell, dass es dann aus Versehen passiert. Das könnte ich mir noch gut vorstellen. Und Treffer. Jetzt haben wir sogar schon eine zweite Katze. Eigentlich nicht schlecht. Oh nein! Genau das ist jetzt passiert, das ist schade. Weil wir zu schnell waren. Manche haben, glaube ich, gar keinen Teller mehr drauf. Hier. Du hast aber einen drauf. Richtig. Richtig. Und das war's für ihn. Aber muss ich schon sagen, ist bislang so der kreativste Zwischenboss gewesen und auch, glaube ich, mal ein neuer. Von daher mag ich den hier auch. Eigentlich am meisten. Ach doch, das gilt als Level? Okay. Jetzt kann ich euch das im Übrigen auch mal zeigen, dass man da so hochklettern kann mit der Katze. Habe ich euch, glaube ich, nämlich noch gar nicht gezeigt. Nein! Willst du mich verarschen? Warum bist du jetzt nicht ganz hochgegangen? Am besten man verlässt sich nicht auf den Mist. Weil das war nicht gut. Okay, aber man kann das auch nochmal spielen. Jetzt ist ja logisch. Ja, aber was fehlt mir jetzt noch? Da unten. Ah ne, das ist nur ein Feenhaus. Die goldene Fahnenstange hole ich später noch nach. Hier noch eine Wüste. Wie lame ist denn das? Oder kommt jetzt erst eine richtige Wüste? Ah ja, nur so ein Ausblick. Sehr schön. Ganz nett auf jeden Fall. 4-1 Krabbelei im Canyon. Wollen wir mal spielen. Mit Toad. Ah, das ist das Level, das ist cool. Kann man nicht da runter? Kann man da runter? Nee. Ja, komm, dich brauche ich nicht. Was ist denn hier oben? Eh nur Geld. Ist da drinne was? Ich muss es leider überprüfen. Nö, da ist nichts. Ich hab's voll gespürt. Aber bei sowas kann ich mir halt nie sicher sein. Ja, habe ich jetzt
Nee, ich habe nichts geskippt. Nein! Alter. Toad, mach nicht sowas. Okay, bislang ganz gut. Ach, mal so eine kleine 2D-Passage, ist ganz nett. Und da müsste man jetzt eigentlich so auf diese Käfer da drauf gehen, aber da habe ich logischerweise keinen Bock drauf. Mit der Katze kann man sich hier sowieso einiges ersparen. Bekomme ich ein Leben zusammen? Ja, das ist nicht nur... Was, man muss das dann jedes Mal von vorne machen? Wie lame ist denn das? Egal. Was ist denn hier? Ein Grünstern. Der erste auch, das freut mich natürlich. Okay, das war eng. Hat aber gepasst. Da schätze ich mal, geht es nicht rein, aber ich weiß es jetzt nicht. Ich sehe einen. Da drüben ist noch irgendwas. Also mit der Katze kann man schon einiges machen. Ach, den Stempel hat man ja auch schon, stimmt. Das hier ist ohne Katze, finde ich, recht schwierig, aber ist natürlich machbar. Indem man auf diese Käfer gezielt drauf springt. Aber solange ich die halt habe, warum sollte ich es mir unnötig schwer machen? Ich meine, ihr habt bestimmt eh schon tausendmal im ersten Part gelacht, weil ich so unglaublich schlecht war. Im ersten Level zweimal gestorben bin. Passiert dem Besten. Logisch. Scheiße. Scheiße, nein, ist da, das darf nicht wahr sein. Schade, ne? Was willst du machen? Da sind wir dann doch gestorben. Aber Toad. Scheiße, Alter, nein. Okay, ich weiß nicht, wie ich das noch gerettet habe. Das hat gepasst. Toad ist halt auch so ein Schneller. Das darf jetzt... eigentlich nur kein Shit passieren. Ich habe das schlimme Gefühl, dass ich verrecke. Kann ich einfach darüber? Ja. Okay, kein so guter Abschluss gewesen. Oh nein, jetzt ist das auch noch so schwierig. Okay, hat aber gepasst. Das Level muss ich nie nochmal spielen. Immerhin irgendwas. War aber ein recht schöner Level eigentlich. Kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Ich gehe mal in den Toad House. Ach, da ist so. Ah, da komme ich auch nicht rüber. Egal. Man kann sich auch teleportieren, das wollte ich euch jetzt nur mal kurz zeigen. Ja, sonst hätte ich es euch komplett geskippt. Welt 4-2 machen wir noch. Logisch. Der Sumpf der Kriechpiranhas. Und zwar mit... Scheiße, ich konnte nicht mehr wechseln. Wo ich sogar noch gedrückt habe. Okay, hier gibt es eine Feuerblume. Ich vertraue dem mal. Müsste man hier alle Kriechpiranhas vielleicht töten oder so? Nee, das kam erst in einem späteren Level, oder? Ich meine, es kam erst in einem späteren Level. Selbst wenn... Es ist vorbei. Dich musste man auf jeden Fall töten. Oder musste man alle töten, weil hier könnte es schon gut sein, dass hier ein Stern spawnt. Hier, du bist weg. Die ist weg und... Du noch nicht. Wir versuchen es jetzt einfach. Wenn wir sterben, ist es so. Mal wenigstens die Chance auf eine neue Feuerblume. Am besten, ihr springt halt immer drauf, wenn sie reingegangen sind. Also vielleicht hier, das wäre ein bisschen schwierig. Geht aber eigentlich auch, aber naja. Schlecht umgesetzt von mir. Ist ja nicht. Ja, aber ich kann mit der Feuerblume so schlecht umgehen in dem Spiel.
Und solche Kriegpiranhas, die auch schlafen gehen. Da oben. Interessant. Also hier, die hier. Ich dachte, es waren nur die am Ende, aber nee, die hier auch. Mann, verreck. Bislang nicht so schlecht. Ich hoffe, das ist überhaupt richtig. Ich weiß es natürlich nicht mehr. Und? Es war Lebenszeitverschwendung. Aber ich wette, es gab ein Level, wo man das machen musste am Anfang. Bin ich mir sehr sicher. Na gut. Du Scheiße. Komm, mach. Oder wir springen einfach drauf. Ist auch gut. Dann bekommen wir unseren ersten Grünstern. Oh nein, das ist der Raum. Kann ich gar nicht. Den kann ich gar nicht, habe ich doch gesagt. Scheiße. Ja, dann dürfen wir halt das auch nochmal neu spielen. Weil umbringen tue ich mich jetzt ganz bestimmt nicht. So viel Zeit verschwendet bei der Scheiße da vorne. Ja, aber hier ist wenigstens einer, den ich bekommen kann. Also dem möchte ich nicht unnötig meine Leben verschwenden. Wo lang? Da oben? Selbst wenn, ich komme nicht mehr hoch. Aber ich meine, da oben ist nur eine Abkürzung oder sowas. Beziehungsweise ein einfacherer Weg. Weil der hier so scammig ist. Kann ich mich hier rollen? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ach komm schon. Okay, der dauert auch einfach viel länger. Da, wo die Münzen sind, bin ich safe eigentlich. Aber ich schwimme einfach durch. Komme ich auch von hier nicht mehr rein? Das könnte klappen, aber es ist recht schwierig. Also für mich ist es kein einfacher Sprung. Ja, Tanuki. Ich weiß, ich habe die ganze Zeit einen, aber ich will den natürlich nicht einsetzen. Hab's im Übrigen wieder nicht hochgeschafft. Jetzt habe ich auch nur eine Feuerblume. Klar, besser als nichts. Musste man hier die. Hier ist. Aber hier sollte man vorher alle töten am besten. Also macht das nicht so dämlich wie ich. Weil dann habt ihr ein riesengroßes Problem. Aber hey, ich habe den Stern. Bin nur leider halb tot. Deswegen Tanuki her. Wir machen das jetzt. Wir riskieren hier jetzt nicht sinnlos irgendwas. Machen genau das, was ich gerade gesagt habe. Irgendwas sinnlos riskieren. Kann ich froh sein, dass es so gut gelaufen ist. Den Stempel haben wir irgendwie verpasst. Fragt mich nicht. Ich kann echt froh sein, dass ich hier den Tanuki habe. Doch, ich glaube, ich weiß, wo der Stempel ist. Man braucht dafür eine Katze oder so eine Scheiße, ne? Am besten, ich hole mir mal eine. Ach, warte, da ist ein Toadhaus. Vielleicht bekomme ich ja eine. Wäre zumindest super. Ja, bekomme ich auch. Wir machen das hier natürlich schlau, dass wir Tanuki und Katze bekommen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Scheiße, weil Peach diese dumme Schwebefunktion hat. An sich... Komm, das ist Scam. Bring mich um. Bring mich um. Danke. Jetzt habe ich halt die Katze nicht mehr. Hä, aber wieso springt sie denn auch nicht? Das ist Scam. Ja, und jetzt war es das halt wieder, ne?
Schade eigentlich. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Nächster Selbstmord. Super. Eigentlich geht es so einfach, wenn man sich einfach mal bemüht, aber ich habe mich ja bemüht, ging aber nicht. Da ist der Stempel dort oben drin. Kann natürlich auch durchaus möglich sein. Das ist so ein Scam. Kann man nach dem Wandsprung nicht mehr schweben? Doch. Ist hier der Stempel? Ja, ist er. Okay. Alter, wag's dir, Peach. Da noch abzustürzen. Bin ich nicht hier sogar im Original-LP verreckt? Super gemacht. Wirklich, richtig gut, Peach. Ja, war so erst so das erste failigere Level. Hab mich zwar eigentlich eher oft umgebracht, als ich gefailt bin, aber naja, ist egal. An sich trotzdem ganz nett. Und ich danke euch heute auch wieder für eure Aufmerksamkeit. Dieses Part von Let's Play Super Mario 3D World. Wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Habt bis dann dahin noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis dann.